recht herzlich zur vierten Einheit begrüßen. Nachdem wir bis jetzt etwas über Kräfte und Momente, das statische Gleichgewicht und Schnittgrößen gelernt haben, beschäftigen wir uns heute mit der Auswirkung von diesen Größen auf ein Bauteil. Die Auswirkung der Kräfte und Momente? Ganz genau. Denn diese Beanspruchungen führen nämlich zu Dehnungen im Bauteil und diese Dehnungen wiederum zu einer inneren Beanspruchung, den sogenannten Spannungen. Verstehe schon. Und diese Spannungen brauchen wir also, um das Bauteil dimensionieren zu können? Genau. Und deshalb werden wir uns mit diesen Begriffen jetzt etwas näher vertraut machen. Beginnen wir mit dem einfachsten Fall, einer Normalspannung. Wenn eine Kraft nur normal auf eine Fläche wirkt, also eine sogenannte Normalkraft wirkt, dann entsteht dadurch eine Normalspannung, die sich als Sigma ist gleich Kraft pro Fläche, also F durch A, ergibt. Okay, und kann man sich das irgendwie einfacher vorstellen? Ja, das kann man. Stellen wir uns einen idealen Stab zum Beispiel vor, an dem in Längsrichtung gezogen wird. Dadurch entsteht eine Normalspannung in Zugrichtung. Oh, schon klar. Wenn wir uns jetzt eine allgemeine Belastung ansehen, so erhalten wir ein etwas komplexeres Bild. Wir haben es dann mit einem sogenannten Spannungstensor zu tun. Diesen kann man als Matrix darstellen und er beinhaltet drei Normalspannungen und drei Schubspannungen. Aber dieser Spannungstensor hat doch 9 Einträge. Das ist richtig. Allerdings ist es symmetrisch. Das heißt, die drei Schubspannungen rechts oben sind gleich den drei Schubspannungen links unten und die Normalspannungen stehen in der Hauptdiagonale. Vorher war noch die Rede von Verzerrungen. Was hat es nun damit auf sich? Das kommt daher, dass äußere Kräfte und Momente in der Regel Verschiebungen bewirken. Wenn nun diese Verschiebungen an verschiedenen Stellen im Bauteil verschieden groß sind, dann sprechen wir von einem Verschiebungsfeld. Aha, und wie kommen wir dann auf die Verzerrung? Eine Verzerrung ist dann wiederum die Änderung dieser Verschiebungen entlang eines Pfades. Sprich, wir müssen einfach nur die Verschiebungen nach den Raumkoordinaten entsprechend ableiten, um die Verzerrungen zu bekommen. Diese lassen sich dann wiederum in einem Verzerrungstensor zusammenfassen. Jetzt würde mich aber auch interessieren, gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen Spannungs- und Verzerrungstensor? Ja, gute Frage. Den gibt es tatsächlich. Nämlich das Stoffgesetz, aber damit werden wir uns im nächsten Kapitel genauer beschäftigen. Also bis dann. Bis zum nächsten Mal.